Ende der 80er Jahre wollte sich ein großes I in meine Sprachwelt mogeln. Nicht das liebgewonnene Igel-I, nein, was ganz anderes. Etwas, das es in meiner wohlbehüteten Kleinstadt-Idylle nicht gab. Ich begann mein Studium in Hamburg und sollte von nun an kein Student, sondern Studentin sein. Es gab nicht mehr eine Herrentoilette, sondern ein Unisex-Klo. Jeder durfte dort machen, wo er sich am wohlsten fühlte. Seitdem wurde mir klar, dass es intellektuell zwei hieß gab. In der Bubble der Unwissenden wurde noch gemännlicht. Und ich gehörte zu den Neandertalern der deutschen Sprache. Nicht aus Böswilligkeit. Ich hatte einfach noch nicht die urbane Reife erlangt. Und nun, 30 Jahre später, habe ich langsam die Faxen dicke. Nicht vom Thema, nein, vom Fortschritt der geführten Diskussion. Es gibt Sternchen und Doppelpunkte und Sprachstolperer und wir diskutieren immer noch, welche Varianten die bessere, die genderneutralere und die ästhetischere sein soll. Der einzige Vorteil der Diskussion ist, dass mittlerweile jedem klar sein sollte, dass in unserer Sprache richtig was falsch gelaufen ist. Warum stecken wir immer noch in der Diskussion fest? Warum lösen wir nicht einfach das Problem? Das ist doch nur eine Sache von Experten. Warum machen die Germanisten, die Langenscheids, die Dudens nicht einfach mal ihren Job und schlagen was Umsetzbares vor? Oder fragen den Richard David, was zu tun wäre? Usability, Akzeptanz, Internationalität und so weiter. Es geht doch nur um eine einfache, verständliche Regelung. Schreibbare, unsprechbare Regelung. Ästhetische Regelung. Alltagssprache, Literatur, Lyrik, Songs und so weiter müssen ja auch gehen. Und als Macher fehlt mir offensichtlich immer noch das intellektuelle Durchhaltevermögen für die von den Medien geliebte Kaugummi-Diskussion. Das Die und Warum. Endungen ändern, Wörter zerstören ist Kinderkacke. Kann jeder. Machen wir seit Jahren. Im Schritt 1 machen wir es wie die Amis. Ein Artikel fertig. Dö Tisch, dö Haus, dö Freundin, dö Lohnsteuerjahresausgleich. Schritt 2. Nichts Neues ausdenken, wenn man schon was hat. Der ist ein No-Go. Das kann beleidigend sein. Die gibt's schon, hat aber was von Retourkutsche. Aber nicht übertrieben und nicht männerhassend. Aber klar ist, aus 3 mach 1. Frag mal die Grundschule. Und dann gibt's die Sache, was klingt denn gut? Was macht Spaß? Deutsche mögen die harte deutsche Sprache nicht wirklich. Wir schwärmen vom lebensbejahenden Italienisch oder vom singenden Französisch. Hört der Deutsche einen französischen Akzent, bang, wird er zum Imitator. Lavendel, Sacré-Cœur, la mer. Nach einem Loblied auf die französische Küche und dem südfranzösischen Lebensgefühl eskaliert die Situation dann mit einem falschen Gebrauch der Artikel. Die Tisch, die Volkswagen, die Haus mit die schöne Fenêtre, die Olala sexy Online-Zugangsgesetz. Die deutschen Herren würden genitalgetrieben ohne Hirn ein Ticket in die Die-Welt lösen und rosarot Heureka sprechen und fürs Protokoll festhalten, dass es ihre Idee gewesen wäre, ohne Vorsagen. So einfach geht Problemlösung. Leider müssen jetzt noch die Germanisten ran. Alles aufschreiben, für den Duden. Und dann gibt es noch die Mensch. Die Mensch könnte es aussprechen. Danke, ich bin raus.